Warte, ich trinke noch mal einen Schluck. Hallo, willkommen bei Hang MAULP. Ich mache jetzt mit dem lieben Mike, den ihr ja schon kennt, ein Case Opening. Viel Spaß dabei. Das kommt vors Video. Okay, dann können wir jetzt anfangen, oder? Ja, wir können anfangen. Okay. Okay, nein, warte jetzt wirklich ohne Scheiß, komm. So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein kurzes Case-Opening. Und zwar ist der Mike auch wieder dabei und wir öffnen 10 Cases. Ja, genau. Noch mit dabei ist die Saskia, der Jakob und der Brandy. Wir haben schon heute ein paar Runden gezockt, wovon ihr auch einen auf jeden Fall in YouTube sehen werdet. eine lustige, was ich so sagen möchte. Ja, so CS Office. Yeah. Pflanzentaktik, die geheime Pflanzentaktik. Also ich habe jetzt was veröffentlicht, was jetzt eigentlich gar nicht. Oh, Leak hier. Ja. Aber die anderen dürfen doch wenigstens mal Hallo sagen, oder nicht? Und sonst denken die alle Leute so, wir sitzen hier nur mit so alleine und denken uns irgendwelche Freunde aus. Ja, ist doch so. Mach's anders. Ja, okay, jetzt wollen sie natürlich nicht sagen. Hallöchen. Das ist die Saskia. Ich bin Batman. I'm Batman. Alter. Voll das Opening. Ich bin Batman-Flügel, Mann. Alter. Okay, also ich öffne 9 Huntsman und eine Bravo-Kiste. Mike, welche öffnest du? Ja, ich habe mal ein bisschen gemischt. 3 Operation Phoenix, 3 Breakout, 3 Huntsman und eine Chroma. Ich habe halt noch hier so ein buntes Mischmasch an Kisten und habe mir einfach da mal so 10 rausgesucht. Ja, und würde einfach mal mit der Phoenix anfangen. Okay. Und zur Feier des Tages mache ich die schnell. Ja. Nein, keine schnell. Ich mache die schnell. Dann mache ich die auch schnell. Ey, das ist voll der Assi, die Assi-Aufnahme. Ja, egal. Hey, komm, es ist, warte, wie viel Uhr? Es ist 2 Uhr nachts. Da darf man Assi sein. Es ist 2 Uhr. Sonntag, 26. April, 2 Uhr. Asimov incoming. Nee, Huntsman Knife incoming. Oder Vulcan. Star Trek. So, okay. Ja, jetzt habt ihr übrigens wenigstens mal alle gehört, damit ihr wisst, hier, wir sind nicht alleine. 3, 2, 1, los, mach schon! Ich war voll langsam bei Ding. Ja, oh, ich hab die Auto-Twist. CZ-75-Skin. Okay, ich hab jetzt überhaupt nicht gecheckt und hab jetzt alles ich hab die Corporal gezogen, egal. By the way, wir spielen jetzt seit neuestem die CZ-75. So, beim letzten Case-Opening haben wir noch gesagt, wir spielen die Waffe eh nie, aber... Naja, ist okay. Ja, beim Chroma 2 Opening. Ja. Okay, aber die nächste jetzt nochmal. Ja, okay. 3, 2, 1, ja. Go. So mal ein bisschen Luck, wenn wir jetzt noch so ein paar öffnen. Wäre schön, ja. Oh, geil, die Heaven Guard Star Trek. Alter, ich hab die Negev. Läuft. Nächste Kiste, Knife für Mike. Oder nur Müll. Ja, wie immer also. Wie immer. Das ist nichts Neues. Okay. Saskia ist wie immer nett. Ja, also ich habe kein Problem mit Saskia. Du ziehst auch die Knives. Ja, genau. Okay, Uwe, go. Wow, das war schnell. Ja, das war Uwe zieht Knife. Nein, bleib bei der MAC-10 Heat und das geht rüber zu Negative. Galil, Arr, Karakami, Arr. So eine Piratenwaffe ist das. Arr. Ja, genau, eine Piratenwaffe. Okay, ich bin jetzt schon bei den Breakouts angelangt. Oh Gott, bei den Natals. Oh no. So, oh no. Da hätte ich gern ein Butterfly-Messer, wäre okay. Ich stehe jetzt auf Butterfly. Wenn es sein muss, aber sonst ja, halt auch nicht. Ja. Also. Butterfly für Mike, Uwe nur eine Nova. Ja, bei mir gibt es keine Nova. Uwe, mach doch Hans mit auf. Tja, dann zählt es jetzt nicht. Go! Schnell los. Halleluja, ey. Oh, so knapp an der Star Trek Block 18 Water Elemental. Vorbei. Aber ich habe was gleichwertiges. Die Slashed. Wobei die cool aussieht. Oh, okay. Warte, ich mach jetzt mal mit Kiste auf, ja. Ich mach jetzt nicht mehr auf den Schlüssel. Achso, mach ich's die ganze Zeit schon. Oh, okay. Ja, hab ich deswegen vielleicht so viel Pech? Ja, genau. Ganz bestimmt. Okay, dann würde ich sagen, go. So voll unemotional um die Uhrzeit. Ja, echt so. Ich hab ein Déjà-vu. Genau das gleiche Bild wie gerade eben. Lol. MP7 Urban Hazard.
Läuft bei dir. Ja, auf jeden Fall. Komm, jetzt hier mal so ein bisschen was Pinkes. Die Atomic Alloy Star Trek, AK Vulcan Star Trek oder ein Knife? Nein. Guck mal, ich gebe sogar drei Wahrscheinlichkeiten. Okay. Uwe. Go. Drei. So. Mann. Hört mal, endlich wieder irgendwas Gutes kommen. Déjà-vu, ohne Scheiß, Alter. Bei mir ist das genau das gleiche Bild. Dreimal hintereinander gekommen. Genau die gleichen Anreihungen von Waffen. Alter, okay. Troll, hart. Sind jetzt noch vier übrig. So, ich bin jetzt auch bei den Huntsmen angelangt. Schön. Schlüssel, zwei, Kiste, vier. Das geht nicht. Verdammt. Weil man kann keine Huntsmen, man kann keine Phoenix-Kiste mit einer Huntsmen-Schlüssel öffnen. Oh, doch. Oh nein! Oh, Jagdmesser wäre schon cool. Ich finde, Jagdmesser finde ich wiederum cool. So an sich. Also von der Grundoptik auf jeden Fall die geilsten Messer. Also ja, mit den M-Nerven. Aber jetzt einfach so. Blablabla. Weil es einfach voll badass aussieht. Nein, Mann, ist richtig badass. Okay, 3, 2, 1, go. Oh, bin ich mal gespannt. Oh ja, toll. Ich hätte wenigstens die scheiß Antik Bison bekommen können, Star Trek, aber nein, ich krieg die Isaac Star Trek. Aber ich habe wenigstens wieder einen SSG Skin, auf jeden Fall. Slash. Hab ich schon drei. Geht ihr noch? Servus. Nein, wir machen keine Aufnahme. Du gelangst gerade mitten in eine Aufnahme. Sorry. Wir kommen nicht gleich, stimmt. Oder wartest einfach an, kann er kurz drüber. Ja, könnte ich weg. Ja. Gleich. Oh. User left your channel. Darf jeder mal die Aufnahme? Ja. Kein Problem. Okay. Okay, 3, 2, 1, go. Nächste Slashed heißt es. Nächste Huntsman, ja. Nächste Slash. Ah, Gott. Oh nein, diesmal wird sie Isaac. Eine wieder. Slashed mal. Star Trek. Läuft bei dir. Oh ja. Der freut sich. GZ, Alter. Glücksgefühl, was in mir gerade aufkommt. Ja, man, kann ich nachvollziehen. Der ich hab Wahnsinn. Die Isaac immerhin gezogen, ja. Komm mal jetzt hier unten ein bisschen sowas wie Vulcan oder Atomic Alarm Knife. Was ist denn die Isaac? Achso, die Tech 9, okay. Ja, die, ja. Komm, ich mach nochmal schnell. Ich mach schnell. Ich weiß nicht, ob du dabei bist, ich mach schnell. Nein. Okay. Dann warte ich aber erst, dann sagst du go und dann warte ich 5 Sekunden und dann mach ich schnell. Lol, okay, go. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Eine PPB, so ein Star Trek Antik. Läuft bei dir. Ich hab ne MAC-10 Tether. MAC-10 Tether. Meine letzte Kiste ist eine Chroma-Kiste. Boah, haben wir schon 9 durch, oder was? Ja. Okay, dann habe ich jetzt hier die Operation Bravo. Boah, das ist ein Klick, 5 Euro. Uwe haut mal hier wieder den krassen Shit raus. Aber so die Fire Serpent wäre natürlich nice. Oder die Graphit-Star Trek. Ja, ich würde es dir natürlich wie immer gönnen, ne? Ja, aber ich krieg's halt eh nie. Ja, aber irgendwann, das haben wir auch schon mal so besprochen, weil Uwe hat ja immer so viel Pech und irgendwann wird es bei dem halt einfach richtig reinlacken und dann zieht er, weiß ich nicht, irgendwas. Dragon Lore Star Trek. Ja, genau. Jetzt muss hier mal reinlacken. Hier die drei unteren. Oder vier. Und du wunderst dich, dass du nie Skins von mir kriegst. Eigentlich musst du mir meine AWP zurückgeben, wenn du immer so böse bist. Ich hab grad alle durcheinander gesprochen, ich hab nichts verstanden. Ich bin immer lieb, ich ärgere dich nur gerne. Ja. Okay. Letzte Kiste. Da. Okay. 5, 4. 3, 2. Go. Okay. Ich habe jetzt gedrückt. Ja, ich auch. Da war die Graphit. Da war die Katze. Ah, reingekackt. Ja, bei mir. GSG 1, Demeter. Gar 20 Grotto. Grotto. So, mal schauen, was haben wir denn jetzt hier alles? Boah, ich kann mal zumindest einen Trade-Up-Contract machen. Ich kann auch einen Trade-Up-Contract machen. Mit der ganzen Gille, die ich schon wieder hier habe. Oh, den glaube ich nicht. Ich dann zwei aus der. Weil dann muss ich hier die AK Elite-Build abgeben und die MP7 Armor Core. Nein, ich habe genug Trash. Und das möchte ich jetzt nicht. Ich hänge noch einen hinten dran und dann ist gut für heute. Ja. War ja auch nur aus Lux und Dollerei jetzt hier eben so. Ne, was? Eine M4 A4 circa. Sauber. Ach, die. Hat's eher Minimal Wear, hat sich ja richtig gelohnt, okay. Sieht aus wie wenn man so einen Rockstar-Sticker dann mal kopiert hat. Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt uns einen Daumen hoch rein. Tschö. Ciao. Tschö mit Ö. Ciao, ciao. Alles drin.